Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten.
Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Versuchen wir es in einem der Untersuchungsräume im ersten Stock. An der Wand hängen Schilder mit dem Namen der Bereiche der Nervenheilanstalt.
Meine Erinnerung an diese Jahre ist verschwommen. Zwischen meinem 7. und 10. Lebensjahr sind die Erinnerungen abgeschottet und ich kann nicht sagen, wie oft und wie häufig das Licht kam. Meine Mutter gab mir in dieser Zeit eine Puppe, Charlotte. Wenn ich daran zurückdenke, möchte ich lachen. Aber ich erinnere mich daran, dass ich am Anfang Angst vor ihr hatte. Ich dachte, sie würde mir wehtun, mich töten und meinen Platz einnehmen. Aber wenn das Licht kam, blieb sie an meiner Seite und störte mich nicht. Ich konnte mit ihr sprechen und so wurde sie meine beste Freundin, zumindest bis ich in der 2. Klasse war und sich alles änderte. Sie hat mich nicht ausgelacht. Und wenn ich meiner Mutter etwas sagen musste, habe ich sie gebeten, es zu tun. Als es in mir drin schlimm wurde, war sie die Einzige, an die ich mich wenden konnte. Das alles lässt mich jetzt erröten, aber Charlotte war für mich wie eine echte Freundin. Ich wusste, dass sie nur eine Puppe war. Ich war nicht dumm. Aber zur gleichen Zeit war sie auch real. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Es ist schwierig. Meine Mutter kuschelte mit ihr und erzählte ihr Sachen. Ich denke, sie wollte so mit mir kommunizieren, aber damals hatte ich zu viel Angst, um zu verstehen. Es ist nicht verboten.
Lasst uns Charlotte finden. Nein, 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 sie friert, ist allein, suchen wir sie. Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln.
Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Charlotte ist brav.